Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so wirklich, was ich soll sagen zu dem. Also zuerst mal, merci vielmals für all die Leute, die mich gewählt haben zur Credit Suisse Spielerin vom Jahr. Es freut mich sehr und es macht mich sehr stolz. Und ja, ich möchte mich sehr, sehr herzlich bei den Leuten bedanken, die mich in dem letzten Jahr oder auch in den Jahren vorher immer unterstützt haben und mir geholfen haben, dass ich ja, meine beste Leistungen nachprüfen kann. Ob jetzt das meine in die Teams sind, die ich gespielt habe, Familie, Freunde, Partner. Ich glaube, ohne die wäre das alles gar nicht möglich. Aber Fakt ist schon, dass ich nicht jemand bin, der gerne auf diese Art im Vordergrund steht. Ich glaube, das ist mein erster individueller Preis, den ich so gewinne. Und ja, ein bisschen unangenehm. Also, ich würde lieber hier stehen mit dem Team und in der Trophäe gewinnen und im Hintergrund stehen und mich freuen und jubeln und so. Aber nein, ich muss sagen, wir haben wirklich ein super Jahr hinter uns mit dem Nationalteam. Ich kann mich an keine Niederlage erinnern letztes Jahr. Das passiert auch nicht jedes Jahr. Ich glaube, wir haben Grosses geschafft mit der EM-Qualifikation. Mit unglaublich tollen Spielerinnen im Team, die das alle verdient hätten, den Award zu bekommen. Von dem her, ja, ich glaube, wir haben Grosses erreicht und es wartet Grosses auf uns. Ich freue mich extrem darauf, mit diesem Team ja, neue Wege zu gehen, neue Erinnerungen zu machen, zu kreieren. Ja, es ist ein Hype im Frauenfußball, gerade hier in England, glaube ich. Also ich finde generell, aber hier in England spürt man es noch viel mehr. Und wenn ich so zurückschaue, vor 10, 12 Jahren, als ich mein erstes Profispiel hatte, zu jetzt, sind Welten. Also, so, es ist wirklich schön, ein Teil davon zu sein und so ein bisschen beides gesehen zu haben. Also, eben zu sehen, wie weit man sich kommt in einer kurzen Zeit. Und klar, es ist noch mal ein bisschen abhängig, in welchem Land man spielt, in welchem Verein man spielt auch. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg generell. Und man merkt, dass viele Verbände und viele auch Vereine, die vielleicht in den letzten Jahren sich mehr auf den Männerfußball fokussiert haben, langsam anfangen, sich auch ein bisschen auf den Frauenfußball zu konzentrieren und dort auch ein bisschen Geld reinschiessen, ja, sage ich mal, die Anlagen mitnutzen. Und das pusht und das motiviert und die Leute werden aufmerksam, das Spiel wird im Fernsehen übertragen. Champions League-Modus hat sich verbessert. Und ja, ich glaube, es sagt auch, dass Real Madrid-Barça oder Barça-Real Madrid irgendwie Champions League-Spiel innerhalb, weiß nicht, wie viele Stunden war das Camp Nou ausverkauft. Und das sind 80-90.000 Zuschauer. Und das wäre vor 10 Jahren nicht passiert. Und das ist einfach richtig cool und ich hoffe wirklich, dass wir dort in der Schweiz auch können, Schritte vorwärts gehen können, sodass wir hoffentlich in ein paar Jahren auch in der Schweiz eine Profiliga haben können. Ich finde das noch eine schöne Frage. Was wünsche ich mir im Frauenfußball? Weißt du was, ich wünsche mir, dass es wirklich weiterhin so aufwärts geht wie bis jetzt, dass es Leute gibt, die dafür kämpfen, dass der Frauenfußball sich eben in die richtige Richtung bewegt. Ich wünsche mir aber irgendwie auch, dass es nicht auf das Level des Männerfußball kommt. Ich finde nämlich, Frauenfußball hat noch so etwas Ehrliches und auch so etwas ja, Geschütztes. Also, es ist nicht ganz so im absoluten Fokus wie die Männer. Und ich finde das irgendwie noch schön, muss ich sagen. Ich finde auch so ein bisschen, ja, vielleicht die Beziehung, die wir teilweise zu den Fans haben, auch noch mal ein bisschen persönlicher. Es ist so ein bisschen eine familiäre Welt. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Und ich wünsche mir, dass der Frauenfußball so bleibt. Aber andererseits wünsche ich mir auch, dass Clubs und Verbände wirklich für Frauenfußball ernst zu nehmen, die es noch nicht ernst genommen haben, und wirklich für es anfangen zu pushen, sodass wirklich die Frauen einfach auch tolle Bedingungen haben und dass sie auch die Chance bekommen, ja, sich auf jeder Ebene weiterentwickeln und faire Chancen bekommen auch, und dass sie vor allem auch nicht müssen nebenbei noch 40, 50 Stunden arbeiten, für das man genug verdient. Also ich glaube, dort hoffe ich schon, dass es einfach so ein bisschen durch die Länder dürfen, dort einfach ein bisschen bessere Möglichkeiten gibt. Ich sage immer, ich habe eigentlich schon sehr viele Ziele erreicht, die ich hatte. Ich war nie mit riesen Zielen. Ich habe mehr so ein bisschen Jahr für Jahr genommen, Tag für Tag. Aber ich spiele in so einem tollen Team, in so einer grossartigen Liga im Land vom Fußball gefühlt. Und das macht mich unheimlich stolz. Aber klar, ich glaube, wenn ich irgendwann nochmal so einen Cup gewinnen würde, was so klein erscheint für ganz viel, aber ich habe wirklich noch nie einen Cup gewonnen. Ich war ganz oft im Finale und immer verloren. Ich weiß nicht, ich muss mal Verein wechseln, ich kann es nicht wieder ein bisschen Cups gewinnen. Nein, Spass. Und Champions League wäre natürlich auch ein grosser Traum. Ich glaube, wer will schon nicht auf der höchsten Bühne können spielen und dann auch noch so ein Turnier zu gewinnen. Das wäre unglaublich. Und für die Nazi wünsche ich mir schon
dass wir nochmal an eine WM kommen, weil ich glaube, wenn ich so zurückschaue auf meine Karriere, eines der grössten Highlights ist die WM 2015 in Kanada gewesen. Und ich wünsche mir für unser Team, dass wir das nochmal zusammen erleben können, weil das schweißt zusammen und die Erinnerungen, ja, die werden für immer bleiben. Ja, ich denke, wir haben das Potenzial, grosse Teams zu ärgern. Ob wir das konstant können, das weiß ich noch nicht. Aber jetzt kommen ein Turnier, ist alles möglich. Und ich glaube, in der Gruppenauslosung, die wir hatten mit Schweden, Holland und Russland, sind wir ganz klar Aussenseite mit Russland zusammen und können für eine Überraschung sorgen. Und der Druck ist nicht bei uns. Ich würde mal sagen, die Rolle ist uns generell ist schon immer gelegen, wenn man so ein bisschen aus dem Hintertürchen kann angreifen kann. Ich bin überzeugt, dass der Nils und das Trainerteam da Taktiken für die Spiele finden, die ja, unsere Karten spielen, die wir gut auf dem Platz umsetzen können. Und dann schauen wir, was möglich ist. Ich war nie jemand, der gesagt hat, hey, das und das können wir erreichen. Aber ich habe das Gefühl, dass wir alle wissen, dass das Potenzial in uns steckt. Und klar ist, dass wir mit dem ersten Spiel gegen Russland ein sehr, sehr wichtiges Spiel werden haben. Weil ich glaube, wer dort das Spiel verliert, wird es sehr schwierig haben. Darum geht es wirklich, oder ist der Fokus auf dem ersten Spiel. Und was dann passiert, ganz ehrlich, wir können ohne Druck aufspielen. Und das ist uns, würde man sagen, noch immer gelegen. Und wegen dem, ich freue mich sehr auf die EM und ich hoffe, dass wir für eine Überraschung sorgen können.